So, da sind wir auch schon wieder zurück. Diesmal wieder nicht in Fortnite, sondern ihr wisst ja, derzeit gibt es wieder kostenlose Spiele bei Epic im Epic Store. Wie gesagt, kostet euch gar nichts. Ist bis Donnerstag, heute haben wir den 7. Wartet, ganz kurz. Bis zum 13. ist das Ganze kostenlos runterzuladen. Hier geht es um Ticket to Ride. Und ich sage euch direkt, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich finde es irgendwie interessanter, mir vorher keine anderen Gameplays anzugucken oder sonstiges, sondern wirklich eiskalt ins Wasser reinzuspielen, zu springen. Dasselbe habe ich bei Carcassonne gemacht. Auch Carcassonne. Kappa. Und ich weiß nicht, ich finde es eigentlich so besser. Das Spiel gibt es halt, wie gesagt, derzeit kostenlos. Falls du irgendwie Bock hast, auch da mal Creator Code zu benutzen, einfach YT-FamilyHack. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Und ihr wisst ja, solange das Ganze umsonst ist, warum nicht? Einfach mal ein bisschen rumdaddeln. Das Ganze ist auch anscheinend online machbar. Keine Ahnung. Ich weiß aber noch überhaupt nichts. Deshalb erstmal lernen wir das Spiel kennen. Willkommen im Reise. Willkommen Reisender. Ihr Ziel? Städte verbinden. Ah ja. Jetzt wird schon kompliziert. Sie müssen Folgendes verbinden: New York und Miami. New York ist da, Miami ist da. Ja, so ganz einfach. New York, Washington, Miami. Atlanta und Miami. Wie verbindet man beides miteinander? Nutzen von Strecken. Warte noch mal. Atlanta und Miami. Ey. Stopp da. Ah ja. Das war ja easy. Jetzt müssen wir Atlanta und Washington verbinden. Atlanta, Washington ist da, also dahin. Aha, wenn das so weitergeht, easy play. Keine Karten mehr, ziehen Sie zwei Karten oder eine Lokomotive. Das war's ja wieder komplett. Jetzt. Beides zwei Waggons. Ah ja. New York und Washington. New York ist grün. Muss dahin. Aha. Ach, so geht das auch. Klar, der fährt von New York, weil mir die Strecke gehört quasi, fährt der nach Atlanta und von Atlanta nach Miami. Ah ja. Und fünf Züge darf ich nur benutzen. Und das wären schon 1, 2, 3, 4. Wären auch 5 gewesen. Kappa. Sie haben Folgendes miteinander verbunden: New York und Miami. Dafür gibt es 5 Punkte. Ich kann bei der Bahn anfangen. Wählen Sie Spielkarten. Jetzt Montreal und Atlanta. Das haben wir schon verbunden. Das haben wir auch verbunden. Blau. Ah, blau wegen da. Was, wenn ich mit dem Bus, Bus da schon mit dem Zug fahren will? Gut, das ist jetzt easy. Was ist das? Keine Ziehen. Was ist das denn? Einmal Zaubertrank oder was? Ja, blau, blau, dahin. Easy. Sie haben Ihre zweite Zielkarte abgeschlossen. Sie haben Folgendes miteinander verbunden: Atlanta und Montreal, dafür gibt es 4 Punkte. Bester Spieler EU-West. Denver und New York. Ah ja. Wo sind Denver? Denver? Da hinten. LOL. Das ist eine Weltreise. Dann brauche ich ja 3 gelbe, richtig? Ach, das zählt immer für die ganze Strecke. Ach, der verbindet die. Warum rot? Ach, bestimmt eine rote. Die soll da. Wieso soll ich die denn ziehen? Ach, jetzt weiß ich warum. Achtung, aufgepasst. Jetzt kann der was lernen. Jetzt kommt nämlich noch mal eine grüne. Was ist das denn? Mal die Zufallskarte oder wie? Das ist die Lok. Zack. Easy. Wir bauen Züge. Sie haben Folgendes miteinander verbunden: Denver und New York. Dafür gibt es 6 Punkte.
Und dafür gibt es einen Online-Modus. Überlegt euch das mal. Sie haben nur zwei oder weniger Waggons übrig. Jeder Spieler ist noch am Zug. Was für ein Spieler? Ja, aber warum soll ich denn da Zufall nehmen? Aha. Aha. Ja, das ist natürlich die Barbarstrecke gewesen. 35 Punkte? Ah, wer soll denn sonst gewonnen haben? Natürlich. Bist du was in Abspiel? Hä? War das hier mein Gegner oder was? Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Also versuchen wir nach. Ah, hab ich die Karten vorher gesehen? Sicher bin ich mir gerade nicht. Ja, ist alles gut. Eigentlich doch schwarz und rot. Ach, dafür brauche ich. Ach, ich muss erst die Dinger haben. Habe ich da zwei? Jetzt muss ich mal Glück haben. Toll. Jetzt verstehe ich das langsam. Ja, blau bringt mir ja gar nichts. Gut, ich könnte dahin. Da brauche ich aber zwei grüne. Warte mal, dann machen wir erstmal nur mal sicher. Zack. Kann ich nämlich so. Und jetzt brauche ich nämlich eine. Hat die jetzt die grünen geklaut? Lol. Jetzt sind ja nur noch gelbe. Ja, zwei schwarze. Das bringt mir aber nicht. Ich brauche grün. Toll. Alles, nur kein grün. Ja, dann machen wir jetzt erstmal die blauen voll. Umwege? Weil ich zwei schwarze habe ich ja. Nehme ich mir nämlich noch einen goldenen. Dann gehe ich da rüber. Hä? Wieso denn da? Ach, der zählt für alle Farben. Lol, das hätte mir ja mal einer sagen können. Und das gab Dickpunkte. So, jetzt brauche ich eigentlich schwarz. Nee, schwarz. Schwarz ist das andere Gelb. LOL! Das bringt mir hier alles nichts. Oh Gott, ich will nicht wissen, wenn ich das Video fertig habe. Kommt bestimmt, warum hat sie nicht das und das gemacht? Warte mal, wenn ich mit Grün hier hochgehe, dann brauche ich noch einen Weißen. Rot habe ich noch gar nichts. Warte mal, Gelb. Dann da Schwarz. Doch, das müsste gehen. Warte mal. Gelb, dann nehme ich schwarz und brauche wieder gelb. Nein! Oh nein. Ach gut. Na toll, dann kann ich das schon mal nicht mehr machen, weil jetzt ist er ja auf der Strecke. Aber ist kein Problem. Dann nehme ich weiß. Einfach mal Zufall. Ich weiß nur nicht, wo er hin muss. Also, was haben wir jetzt gesagt? Einmal so. Lol, geh doch dahin. Nein, nein. Die hab ich schon gleich gewonnen. Und dann dahin. Ziel erreicht. Auf sehr großen Umwegen. Wie viele Punkte hat die 14? Genauso wie ich. Wo muss ich denn hin? Hallo? Was ist denn mein Ziel? Ja, was ist mein Ziel? Dann sammeln wir jetzt einfach noch ein bisschen Punkte. Sammeln wir da nochmal Punkte. Oh.
Gott, ihr habt bestimmt mehr Aufgaben gehabt. Wetten? Ja, er hat schon gewonnen. Oder? Ja, guck mal, wie viel die gesetzt hat. Toll. Das war es ja an der Stelle komplett. Aber das war nicht schlecht. Also ganz ehrlich, für nebenbei ist das Spiel nicht schlecht. Dafür, dass es da auch sogar noch einen Online-Modus gibt, ist mal was anderes. Also ganz ehrlich, ich war jetzt nicht gelangweilt. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Geht halt mit 2 bis 5 Spieler. Das hier ist der Solo-Modus. Wo komme ich denn hier zurück? Was haben wir denn noch? Solo. Ja gut, ich bin nicht verbunden, klar. Ja, ja. Spielen. Lokal. Was muss man da machen? Okay. Das müsste aber easy gehen in einem eigenen Netzwerk. Warte mal, wir gucken nur mal gerade. Spielen. Online. Ah, toll. Aber ich denke mal, das ist easy online machbar. Also für so nebenbei mal ein bisschen rumdaddeln, eigentlich nicht verkehrt. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, alten Hasen unter euch, seid auf jeden Fall gegrüßt. Schreibt mir in die Kommentare, wer jetzt noch dabei war, ganz am Ende. Schreibt es einfach mal hin, mich interessiert nur mal, wer wirklich das Video bis zum Ende guckt. Und wie gesagt, wenn nächste Woche wieder neue Games rauskommen, werde ich darüber natürlich auch ein Video machen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.